Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten Teil von Minecraft Conda. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und ich hoffe natürlich, euch geht es soweit ganz gut, dass ihr einen schönen Tag hattet. Beziehungsweise, dass der Tag für euch schön anfängt. Denn ich nehme das Video am Vortag auf. Und zwar, ja, so ziemlich gegen Abend. Mein Tag war soweit ganz erfolgreich. Und jetzt, wollen wir hier mal gucken. Ich hatte vorhin schon mal eine Aufnahme gestartet. Dort ist mir aber aufgefallen, da ich ein bisschen mit meiner Lautstärke vom Mikrofon rumgespielt habe, dass ich doch etwas laut bin. Daher wollte ich euch fragen, wie das jetzt aussieht, ob ich jetzt hier ja eine angenehme, gut reduzierbare Lautstärke habe. So, gibt es hier noch irgendwelche Tiere, die noch nicht haben, die noch wollen? Tatsache. So, müsste es aber gewesen sein. Und ansonsten hatten wir am Anfang gesagt gehabt, dass wir mal die Eisenfarm durchlaufen lassen. Ich habe, ich glaube, 2 Minuten oder sowas jetzt angefangen. Und das ist schon was. Also wir merken uns einfach mal hier das Eisen vor. Und am Ende der Folge kontrollieren wir nochmal das Eisen und dann bin ich mal gespannt, was wir so nach 20 Minuten raus haben. Zudem, wie ihr seht, ist das Haus hier weg. Das hatte ich jetzt gerade abgebaut gehabt. Die Blöcke habe ich sogar noch zufälligerweise im Inventar. Der Baum ist auch weg. Hier steht ein Eisengolem, der hier eigentlich wenig zu suchen hat. Jetzt habe ich Angst, kaputtgeschlagen zu werden. Komm, komm mal her, Kumpel. So. Holen wir eben hier das Zuckerrohr ab. Das fällt ernten wir jetzt mal nicht. Und ansonsten, für die heutige Folge habe ich eigentlich angedacht, dass wir hier mal ein bisschen terraformen. Und zwar soll hier ja eine mittelalterliche Stadt errichtet werden. Und da wollen wir vielleicht heute schon mal, wie gesagt, ein bisschen terraformen und gegebenenfalls schon so ein, zwei Gebäude abstecken. Das werden wir aber sehen, je nachdem, wie weit wir kommen. Ich mal eben hier das ganze Zeug zurück. Brauchen wir nochmal eben zwei Schaufeln, dass ich hier auch ein bisschen was abtragen kann. Ja, ich bin richtig klug. So. Das packe ich mal eben zurück. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir noch Erde brauchen. Nicht zu knapp am besten. Es wird auch dunkel. Okay, ich kann auch nicht schlafen. Ich nehme mir mal hier 5 Kohle. Und 5 Sticks und mache mir daraus eben einmal ein paar Fackeln. Sodass wir im besten Fall hier auch schon mal ein bisschen ausleuchten können. Und die Nacht bricht heran. Wollen wir mal eben schlafen gehen? So. Ja, dann begeben wir uns mal nach unten. Ups, au. Und das hier werde ich, denke ich, auch nochmal zumachen. Hallo. Nur alles zu seiner Gegebenheit, würde ich hier mal so behaupten. Die Bäume entfernen wir mal, dass die Insel hier doch ein bisschen kahl wird. Muss auch sein. Und ich würde auch mal behaupten, dass wir die Villager einfach alle einfach mal hier im Berg einziehen lassen oder irgendwo halt ein Haus für alle zusammenbauen, wo die auch drin arbeiten und wohnen. Da, wenn wir jetzt hier umbauen, könnte es doch schwieriger werden. Und ich würde auch sagen, das machen wir als erstes. Ist nur die Frage, sollen wir die hier unten einfach wohnen lassen? Na komm, lassen wir die hier unten einfach wohnen. Ich meine, raus können sie ja im Notfall immer noch. So. Ja, wie gesagt,
Ich habe jetzt die Lautstärke hier ein bisschen angepasst und ihr könnt mir mal gerne kommentieren, ob das so für euch in Ordnung ist oder ob das zu laut oder zu leise ist. Genauso wie die Hintergrundgeräusche, also jetzt in diesem Beispiel vom Spiel. Ob ihr die auch lauter haben wollt oder ob die doch so ganz angenehm sind. Wollen wir die mal hier eine kleine Bude hinzimmern. Da, wo die sich als erstes hier halt vermehren können und wohnen. Solange wir draußen am Ausbauen sind. So, ich habe den Raum hier mal ausgebaut. Der soll, denke ich, wohl erstmal für die paar Villager reichen. Ja, wollen wir mal eben ein bisschen Wasser holen. Guck mal, hier laufen echt viele Eisenkolumns rum. Das gefällt mir nicht. Die sollen schon, wenn dann, hier in der Nähe bleiben, wo von den Monster. So, nehmen wir uns mal eben hier die Hoe. Ha. Ja, eine neue Spitzhacke mache ich mir auch mal direkt. Dann kann ich die alte eben wegschmeißen. Ja, die kann von mir aus hier die spawnen. So. Soll sie glücklich sein. So, dann brauche ich eigentlich noch was zum Anpflanzen. Ich würde sagen, die werden hier alle schön Weizen anbauen. Ups. Ups. Au, au. Und ich habe die Tür vergessen. Wow. Aber gut. Das denke ich mal. Jetzt, wo noch nicht hier viel los ist, nicht allzu wichtig. So. Ich würde sagen, wir haben hier auch zwei Farmer. Ein. Was ist hier? Und hier. Ja, komm, hier stellen wir die mal hin. So. Hier haben wir leider ein Problem. Hier muss ich ein bisschen improvisieren. Das soll, denke ich mal, nicht allzu schlimm sein. Das kann ja von mir aus da bleiben. So dass die Villager dann da nicht, rausspringen und die Felder gleich kaputt machen. Klauen wir uns das mal eben hier. Genauso wie den hier hinten. So. Und dann alle Bette nehmen wir mit. Die sollen hier nicht mehr in Ruhe schlafen können. So, mitkommen. Mitkommen. Ich stelle schon mal eben drüber. So, eins, zwei, eins, zwei. Ich setze mal eben ein bisschen Weizen an. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber ja, was möchte man machen? Ist halt so, wie es ist, ne? Dann kommen hier eben zwei Arbeitsmaterialien rein. Esse ich mir eben doch was. Hier ist ein Bett drin. Nehmen wir mit. Hier vorne ist ja keiner mehr drin, ne? Außer. Ist er jetzt auch auf mich? Ne. Okay, ich dachte schon. Ich hatte schon kurzzeitig einen Herzinfarkt. So, schauen wir mal, was hier außerhalb ist. Ach, zwei Betten. Nehmen wir doch mit. Schauen uns hier die Bude nochmal an. Nehmen wir mit. Hallo? Internet? Hier hinten das Bett nehmen wir mit. Und platzieren jetzt hier mal ein paar Betten. Komisch, ich habe hier sehr viele gelbe Betten. Und zwei weiße, die stellen wir einfach hier links und rechts. Dann bauen wir einmal hier irgendwo eine Tür ab. Nehme ich mal die hier vorne. Hier. Boah. Mehr verkehrt hätte ich auch nicht machen können, ne? Weil die sollen ja, wenn dann auch so ein bisschen mal an die Frischluft kommen. Soll mir ja relativ sein.
Dann schauen wir uns nochmal eben hier vorne das an. Aber ich glaube, hier ist keins mehr. Nee, sieht gut aus. Und hier ist noch eine Arbeitsstation. Nehmen wir uns mit. Und hier oben ist ja eh nichts, ne? Ne. Und dort. Oh. So, dann stelle ich mal eben hier vorne hin. Der Rest wird sich hier, denke ich mal, ergeben. Hier sollen die wohl erstmal ganz gut zufrieden sein. Ich aktiviere mal eben hier die Glocke. Und baue hier überall die Töne ab, dass sie nur noch das hier vorne als Haus erkennen. So. Ist hier noch eine Arbeitsstation drin? Nee, ne? So. Dann bist du einfach gerade nur hier zu Hause. Okay. So. Und jetzt aber schnell weg hier. Da würde ich mich wohl eben schnell hier ins Bett dazulegen. Ja. Wohin geht der Fall denn? Och, der ist ja sehr schlecht getroffen. Das hat vielleicht Auswirkungen auf meinen späteren Nachwuchs. So. Ups, das wollte ich nicht, aber jetzt ist es eh zu spät. Die Tür habe ich schon. Die und die Tür muss ich noch. So. So. Dann hier nochmal. Weg. Und das hier nochmal. Weg. So, ich glaube, das müsste es eigentlich schon gewesen sein, nach meiner Meinung. Hier sind ja nirgendwo mehr Türen. Was ist hier vorne? Habe ich hier alle weggenommen? Die ist weg und sonst steht ja hier kein Haus mehr in der Nähe, ne? Ne. Super. Ups. Nicht so super. So, die sind dann hier alle weg. Hier würde ich die Tür auch wegnehmen, nur. Was ist, Kollege? Werde ich fertig machen? Hier werde ich aber dafür einen Block rein platzieren, weil ich habe keinen Bock, dass hier die ganze Zeit die Zombies rein und rauslaufen, die aus dem Nether kommen. Nun sollten jetzt eigentlich bei der nächsten Tagung alle Villager sich hier rein verziehen. Super. Hänge ich mal eben hier irgendwo hin. So. Sind das alle? Ja, da kommen sie. Super. Soll ich auch nochmal eine Tür? Ne, hier lass die Tür weg. So. Und jetzt können wir doch hier langsam aber sicher mit dem Abbau beginnen. Ja. Da bin ich doch sehr offen für. Hier habe ich ja soweit alles eingerichtet, ne? Ja, Arbeitsplätze fehlen noch ein bisschen, aber das ist mir jetzt auch relativ. Betten bräuchten wir wohl noch ein paar. Die werden wir, denke ich mal, mit der nächsten Zeit platzieren. Und ansonsten hoffe ich, dass es hier nicht allzu dunkel ist. Stelle ich sonst mal hier noch eine Fackel hin. Aber ich habe wenig Motivation, dass hier Zombies drin spawnen. Und so ist das, denke ich, nicht gegeben. Das Weizen wächst hier, die können sich hier ernähren. Was will man mehr? So, den Eisengolem touche ich hier nochmal an. Dass er mir hier folgt und mir hoffentlich nicht direkt in der nächsten Umgebung einen reinschellert. Dann packe ich mal eben hier meine Items weg. Holz, Holz. Mob, Mob, Spawn, Spawn. Weg. Weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und hier habe ich noch mal ein bisschen Holz. Und die Schaufel benutze ich noch mal zum Schaufeln.
Das ist nur die Frage aller Fragen. Wo ist der Golem? Ach, der ist sich hier auf den Zombie fokussiert. Okay. Pass auf, jetzt steht er hier irgendwo um die Ecke. Ne, dann war der das. Gut. So, enden wir mal eben hier das Feld. Jetzt bekommen wir hier auf jeden Fall genug raus, das muss ich sagen. Ja gut. Das Weizen wollte ich jetzt nicht unbedingt in der Hand nehmen. So. Er fuckt mich hier noch. Hier hinten. So. Die Kuh hat noch nicht. Hier hat noch nicht. So, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig. Das packe ich mal dazu. So. Das packe ich mal eben hier weg. Na gut, ich dachte schon. Aber es ist erst helllichter Tag. Das wollen wir mal nutzen und ich würde erstmal mit diesen doch sehr hässlichen Brunnen anfangen. So, den Brunnen habe ich abgebaut. Und dann wollen wir mal gucken. Eben noch das Wasser hier wegmachen. So. Ich würde sagen, das hier machen wir so oder so weg, dass wir hier auf diese Fläche kommen. Zumindest in diesen Radius. Und dann ja, zwei Blöcke nach unten für auf den Radius. Und mit den zwei Blöcken hätte ich sonst gesagt, dass wir erstmal bis zur Insel, also bis zum äußersten Rand fortführen. Das würde ich wohl relativ schön finden, wenn wir da quasi so kleine Wände haben, mehr oder weniger, die hier nochmal für einen Höhenunterschied sorgen. Das wollen wir doch mal eben machen. So. Nun ansonsten, falls ihr das noch nicht gesehen habt, habe ich jetzt das Video bzw. das Tutorial zu der Eisenfarm ja, erstellt. Da könnt ihr sonst auch mal gerne reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das würde mich zumindest sehr freuen. Der Enderman portet sich wieder weg, weil das ja ein Waschlappen ist. Abgesehen davon. Ach, da ist er ja. Komm her, Kollege. Ja, bist wieder weg. Komm, ich guck dich doch an. Was willst du mehr? Okay, jetzt hat er mich gesehen. So bekommt man zufälligerweise auch Erdblöcke. Oh. So, wollen wir das hier nochmal ein bisschen freischaufeln. Und jetzt, wo die Nacht anbricht, würde ich auch sagen, dass wir eben hier noch ein paar Fackeln hinsetzen. Und dann einmal schlafen gehen. So. Fackeln habe ich ja ein paar.
So. Setzen wir hier oben nochmal eine hin. So. Hier eine hin. Hier. 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 Vielleicht hier. Hab ich hier schon erwähnt. Mittig wäre ganz schön. Setzen wir hier eine hin. Hier. 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 Und das war's. Und langsam aber sicher benötigen wir neues Brot. Huch. Das hat wehgetan. Jetzt verfolgt er mich nicht, oder was? Ist ja cool. Ah, kommt wegen den Zombie. So, dann wenn habe ich ein Feld kaputt gemacht. Naja. Oh. Gut, reparieren wir das mal eben ganz, ganz fix. Und gehen einmal ins Bett. So, und ich würde behaupten, mit diesem kleinen Terraforming haben wir schon angefangen, ja, unsere Base hier. Ach, jetzt habe ich mein ganzes Brot aufgegessen. Ich habe mich schon erschreckt. Würde ich behaupten, dass wir schon einen kleinen Schritt angefangen haben, etwas Großes zu bewirken. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die nächsten Folgen werden und was man hier doch so rausholen kann. So, ja, es ist jetzt leider Brot, kann ich nichts ändern. Dann kommt ich auch nochmal dazu. Habt ihr Hunger? Junge, was ist denn mit denen los? Die wollen es die ganze Zeit. So, wer hat noch nicht? Wer will noch? So, ich glaube, hier sind alle bedient. Packen wir mal eben die Seeds wieder zurück. Sortieren einmal unser Inventar ein wenig. Das packen wir auch mal woanders hin. Das gehört hier gar nicht hin. Das packen wir doch hier einmal rein. Das kommt weg. Die Schaufel packen wir jetzt auch erstmal weg. So, wollen wir mal in die Kiste schauen. Was meint ihr? Die ist ja ziemlich gut gelaufen. Wenn ihr Wetten abschließen wollt, dann jetzt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal. Ja, wir kommen. Wir nehmen jetzt 23 Minuten auf. Da ist noch ein Freund. Haben wir fast 3 Stacks Eisen. Ja, halt 3 Stacks und 40. Das kann man doch ganz gut machen. 41. Huch, hoppla. Das ist doch sehr cool. In diesem Sinne wünsche ich euch einen restlichen schönen Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich mal. Ciao, ciao.